Der Markenrebell Podcast. Spannende Interviews, wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Glaser. Ach Leute, ich liebe dieses Intro. Es ist der Wahnsinn. Es rockt und ich hoffe, es rockt euch jedes Mal, wenn ihr diesen Podcast einschaltet. Erstmal ein herzliches Willkommen und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und natürlich vielen, vielen Dank für eure Zeit. Ja, dieses Intro hat Markus Kestle gemacht. An dieser Stelle feature ich ihn super gern nochmal. Er hat das gesprochen, er hat die Musik ausgesucht. Einfach in meiner Welt ein echter Audiokünstler. Und es passt auch perfekt, denn diese Podcast-Special-Folge, ja, habe ich dem Interview gewidmet, das Lorenzo Gibetta mit mir gemacht hat. Ein echter Rockstar, ein wirklich kreativer Typ, der, ja, wie soll ich sagen, der mich total geflasht hat, der mich einfach in dem Vorgespräch zu diesem Interview total geflasht hat, weil er die Assoziation bringt, dass wir, die wir zusammenarbeiten, einfach uns wie eine Band fühlen dürfen. Wir dürfen einfach Teil des Orchesters sein. Wir dürfen Teil des Ganzen sein und uns an die Musik, an die Texte erinnern, die uns ja zusammengebracht haben, um gemeinsam etwas zu erschaffen. Und dieses Interview hat Lorenzo bei Facebook geteilt und natürlich auch in seinem YouTube-Channel, den wir euch gerne in den Shownotes zu dieser Podcast-Episode auch nochmal verlinken werden. Und ich habe mir gedacht, ich frage ihn, ob er mir die Audiospur gibt, was er getan hat, und stelle euch das Ganze jetzt in dieser Podcast-Folge zur Verfügung. Und nun möchte ich gar nicht mehr lange viel hier um den heißen Brei herumreden, sondern ich wünsche euch total viel Spaß mit dem Interview und ich hoffe, es hat für euch den entsprechenden wertvollen Inhalt. Viel Spaß. Ciao. Bevor es hier losgeht, möchte ich euch kurz über unsere aktuelle Gewinnspielaktion informieren. Unsere Freunde von Gedanken tanken haben uns 5x2 Karten für die zweite Frankfurter Rednernacht am 8. Juli 2017 zur Verfügung gestellt. Es werden auf diesem Event wie immer Top-Speaker auftreten, unter anderem Tobias Beck, Matthias Jackel, beide hier schon im Podcast gewesen, Benedikt Ahlfeld, Dr. Stefan Friedrich, Calvin Hollywood, Dr. Nikolaus Förster und einige mehr. Lasst euch diese Veranstaltung also nicht entgehen. Und um 2 Karten zu gewinnen, bewertet einfach unseren Podcast hier mit einer kreativen Rezension bei iTunes. Schickt mir euren Screenshot per E-Mail an norman@markenrebell.de, Norman mit AN, am Ende und schreibt in die E-Mail mit rein, welchen Interviewgast ihr hier im Podcast gern mal hören würdet oder welches Thema euch besonders interessiert. Die Gewinner werden wir in einer Special-Folge hier im Podcast am 29.05. bekannt geben. Das als kleiner Hinweis für euch und nun geht's los hier. Als Strategieexperte und Führungskräftecoach unterstützt er Unternehmen und Führungskräfte dabei, mit ihrem Unternehmen sich als Marke erfolgreich zu positionieren. Mit seinen eher disruptiven Strategien, unkonventionellen Methoden und vor allem provokanten und rebellischen Botschaften zeigt er nicht nur die Bedeutung, sondern auch die Chancen der Digitalisierung auf. Er selber ist Unternehmer aus Leidenschaft, Investor, Visionär, Inhaber und Gründer der Firmenverbundgruppe Markenkonstrukt, Moderator und Inhaber des Podcasts Markenrebell und ja vor kurzem sogar Gründer der ersten App-basierenden Online-Akademie Come to Coach. Habe ich irgendwas vergessen? Eine Sache, und die finde ich persönlich super geil. Und vor allem ist er durch und durch ein echter Rebell. Und daher muss er hier rein. Herzlich willkommen, Norman Glaser. Schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung, hey. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Vor allem, dass du dir die Zeit genommen hast, weil das ist ja auch nicht immer
Selbstverständlich. Ja, und dass du hierher gekommen hast, um mich in meinem Loft zu besuchen. Also für alle die in der Weltstadt Amorbach, ja, beziehungsweise, das habe ich dann wieder vergessen, Buchs wie? Buchsbrunn ist ein Ortsteil von Amorbach. Supergeil. Vor allem riechst du hier noch das Leben. Ja? Die Landluft. Die Landluft. Und dann kommst du hier rein und denkst dir so, Hammergeil. Vielleicht haben wir noch ein bisschen Zeit und ich führe euch dann hier mal so, könnt ihr euch mal angucken. Also supergeiles Büro. Hammergeil. Sehr schön. Die erste Frage, und die ist für mich persönlich sogar sehr wichtig, weil sie mich brennend selbst interessiert. Ich meine, du kamst ja nicht von heute auf morgen auf den Gedanken, ey cool, ich unterstütze jetzt Unternehmer dabei, eine Marke zu werden. Mhm. Sondern irgendwas ist ja passiert. Das heißt, warum ist dir das so wichtig? Also warum ist es so wichtig, dass Unternehmen sich als Marke erfolgreich positionieren und gerade mit dem Bereich der Digitalisierung? Also warum ist dir das so wichtig, Norm? Also Marke bedeutet für mich erstmal, dass es um Menschen geht. Ja? Mhm. Also Unternehmen ist für mich, oder sagen wir es mal so, das Thema Marke ist jetzt für mich nicht das Unternehmen mit dem Logo draußen an der Hauswand, sondern das sind für mich vor allen Dingen Menschen, die für Unternehmen arbeiten, die in Unternehmen arbeiten, die an großartigen Startups arbeiten oder so. Ja. Und ich glaube, Marke ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor, nicht nur um Sichtbarkeit und Reichweite aufzubauen, sondern vor allen Dingen auch um Werte zu transportieren. Also Werte, die, wir hatten es jetzt im Vorgespräch, super spannend, was dann einfach matcht. Ja. Also wir beide unterhalten uns, du erzählst mir von dir und ich erfahre was von deinen Werten und das kann ich dann so auf mich übertragen und wenn das dann matcht, dann fühlen wir uns einfach viel näher, ja, wir sind viel näher beieinander, als wenn das so eine Disharmonie gibt, wenn das nicht zusammenpasst. Und ich sehe meine Aufgabe eigentlich darin, Menschen zusammenzubringen, im Unternehmen selbst natürlich, aber auch mit ihren Zielgruppen, ja, über das Vehikel Marke, ja, also wie kann ich eine Marke aufbauen, dass die wirklich eine entsprechende Nachhaltigkeit mitbringt, so wie das Unternehmertum ja auch mal gewachsen ist, ja, also dass man wirklich sagt, ich baue ein Unternehmen, um der Gesellschaft, der Gemeinschaft was zurückzugeben, also auch diesen Aspekt nicht zu vergessen. Und das Ganze natürlich in Zeiten der Digitalisierung, was ich extrem wichtig finde, ist immer wieder zu vermitteln, dass Unternehmen, die sich dafür heute nicht interessieren, morgen einfach nicht mehr existent sind. Und das ist für mich einfach auch ein Riesenanliegen in Deutschland, wenn ich mir Amerika anschaue, wie weit die eigentlich sind, was so mit unserer Marktführerschaft eigentlich passiert ist in den letzten Jahren, da Aufklärungsarbeit zu leisten, Impulse zu geben, Anregungen zu geben, was kann man machen, wie kann man in einem Unternehmen wirklich erfolgreich sich digital positionieren, und da helfe ich dann in erster Linie Menschen, sich als Marke überhaupt erstmal zu verstehen und dann auch sich als Marke zu vermarkten. Cool. Danke. Sehr geil. Ich glaube, davon brauchen wir ein paar mehr auf dem Markt. Ja. Also jetzt natürlich individuell und hier Marktführer, ja, vielleicht in Zukunft da. Ja. Mal schauen. Positionierung ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema, gerade heutzutage. Ne? Also gerade wenn man sich, wie gesagt, draußen die Unternehmen mal anschaut. Ja. Also auch für mich selbst. Ich positioniere mich ja auch, indem ich meine Sachen da transportieren kann nach außen. Wie wichtig ist aber eine Positionierung jetzt mal innerhalb eines Unternehmens, also gerade für Führungskräfte oder für Nachwuchsführungskräfte, die gerade anfangen? Wie wichtig ist eine Positionierung innerhalb des Unternehmens und wie schaffen diese Menschen mit ihrer Positionierung andere von sich zu begeistern? Mhm. Was empfiehlst du denn diesen jungen Leuten, diesen jungen Menschen? Also ich glaube, über den Begriff Positionierung muss man einfach neu nachdenken. Ich glaube, dieser Begriff hat ja schon ein paar längere Wurzeln. Ja, früher haben wir gesagt, ich muss mein Unternehmen ausrichten mit einer Positionierung und dann kippe ich quasi mein Marketing einfach auf eine Zielgruppe. Heute ist das viel individueller und das gilt auch für die Mitarbeiter im Unternehmen. Ja, also auf die individuellen Bedürfnisse einzugehen, den Zusammenhalt oder auch die Akzeptanz herzustellen, das ist eine Riesenaufgabe. Ja. Mhm. Also in meinen Beratungen merke ich immer wieder in den Unternehmen, was für eine unglaubliche Angst vor der Digitalisierung vorherrscht, ne, dass man wegrationalisiert wird, automatisierte Prozesse meine Arbeitskraft als nicht mehr notwendig darstellt.
Und da wirklich anzusetzen und zu sagen, auch ein tolles Beispiel aus unserem Vorgespräch, wie du gesagt hast, hey, es muss eine Band sein, es muss Vertrauen her. Genau das ist es. Ja, genau das ist der Kern. Nur dann kann ich wachsen. Also nur wenn es innerbetrieblich funktioniert, dann habe ich einen gesunden Kern und dann wächst alles immer von innen nach außen. Ja. Mhm. Und das ist, denke ich, der Schlüssel zu verstehen, auch für Führungskräfte, für Unternehmer zu verstehen. Das kann nicht von außen beraten werden. Also wir beide sind Impulsgeber. Ja. Mhm. Wir sind die, die den Spiegel halten. Ja. Reinschauen muss das Unternehmen alleine. Mhm. Und vor allen Dingen verstehen, dass es intrinsisch motiviert ist, nach außen in der Handlung spürbar zu sein. Ja. Und das fängt immer im Unternehmen selbst an. Mhm. Und da ist es natürlich wichtig, und das ist ein guter Test, den jeder mal machen kann, einfach im Unternehmen 10 Mitarbeiter befragen, was ist unsere Positionierung, wofür stehen wir, was ist unsere Vision? Und wenn du 10 unterschiedliche Antworten bekommst, ja, dann musst du jemanden wie dich anrufen. Ja. Dann brauchst du einfach jemanden, der moderiert, ja, und der dafür sorgt, dass alle wieder an den einen Song glauben. Ja, und sich wieder an den Text erinnern. Mhm. Ja, und diese Hilfestellung zu geben und zu sagen, hey, wir müssen in eine gemeinsame Richtung gehen, das wirst du in vielen Unternehmen heute feststellen, dass dem genau nicht so ist und das sind genau die Engpässe, wo man anfassen kann, ja, anfassen muss einfach. Ich hab jetzt für mich so das Thema rausgehört, eine Vision auch haben, ne? Also so dieses, man spricht ja heute von einem Warum. Also warum mache ich das? Ne? Warum bin ich als Unternehmer eben draußen aufgestellt? Warum führe ich Menschen? Warum trage ich Verantwortung über Menschen? Mhm. Ich habe gerade jetzt gerade wirklich rausgehört, du hast es eben so schön gesagt mit dem Song, ja, welchen Text transportieren wir, welchen das war Song. Dein Beispiel. Ja, ich nehme es gerne nochmal auf. Also wie singen wir alle die gleiche Melodie, ja? Also oder sprechen wir alle über eben diesen gleichen Text, den wir nach außen transportieren wollen. Ja. Ich glaube, dass es wichtig ist, als Führungskraft zu wissen, warum ich als Führungskraft in einem Unternehmen bin. Ja. Ja, also was vielleicht auf der einen Seite meine persönlichen Ziele sind, die ich verfolge in der Abteilung, in dem Unternehmen, aber was ich, glaube ich, auch als Mehrwert nach draußen transportieren kann. Ich glaube, das ist so eine ganz, ganz wichtige Sache. Ja. Ich denke, auch viele wissen gar nicht, was sie eben mit diesem Wort Positionierung überhaupt anfangen sollen. Ja, gibt es so 2-3 Merkmale, wo du sagst, wenn ich jetzt anfange, ein Unternehmen auf die Beine zu stellen, Entrepreneur, Startup, und ich sage, ich habe jetzt ein Produkt, eine Dienstleistung, ich will das ganze Thema jetzt nach außen transportieren und mich entsprechend sauber positionieren. Gibt es 2-3 Nuggets, so 2-3 Themen, wo du sagst, also darüber sollte man sich erstmal wirklich Gedanken machen, um dann rauszugehen, sichtbar zu sein. Ja, also vielleicht vorneweg geschickt, eines der größten Probleme, das ich immer wieder im Unternehmen sehe und wahrnehme, ist das Thema Altes loszulassen. Was loszulassen? Altes. Altes loszulassen. Loszulassen. Ja. Ja. Altes Denken, alte innere Haltungen, alte Prozesse. Ja. Also wir sind von Natur aus total neugierig. Ja. Neues Handy kommt raus, hey, wir können Videokonferenzen machen mit unseren Kindern, mit unseren Enkeln und so weiter. Das probieren wir alles aus. Und wir versuchen immer, neue Technologien, neue digitale Themen mit alten zu kombinieren. Ja? Mhm. Wir haben einen alten Prozess und glauben, das neue Trello-Tool wird diesen Prozess irgendwie verbessern. Mhm. Und das wäre eine ganz dringende Empfehlung, darüber nachzudenken und zu sagen, okay, ist das, was ich denke, die Technologien, die ich gerade 1 Million Euro gesteckt habe, ist die tatsächlich noch das, was ich heute brauche? Mhm. Ja? Oder muss ich sie wegschmeißen? Und dann tut das vielleicht weh, aber es ist notwendig, um neue Dinge zuzulassen. Und um mich zu positionieren, ist eigentlich das Zentrum extrem wichtig, nämlich die Markenwerte. Ja? Okay. Also wofür stehe ich? Was ist meine DNA? Ich nenne das immer die DNA der Marke. Ja? Mhm. Was ist der Ursprung? Woran sollen meine Leute glauben? Was sollen auch oder womit sollen sich auch meine Kunden identifizieren? Ja? Und das können Sachen wie sein innovativ, ja, oder präzise. Das kann Sachen wie sein verlässlich, je nachdem, ob ich Dienstleister bin, Produktanbieter oder dergleichen. Okay. Und dann sind noch 2 Aspekte extrem wichtig, nämlich das ist dieser Seitenwechsel, ne, durch die Augen deiner Zielgruppe zu schauen und zu sagen, was soll der Kunde erleben und was soll er denken. Okay, cool. Ja? Mhm. Also erleben ist das authentisch sein, ja, also dass er dich wirklich so erlebt, wie du dich gibst. Ja? Mhm. Ich sage, ich bin Markenrebell, lade dich zu einem Podcast ein, wir haben einen Podcast, du besuchst mich hier.
jetzt kannst du selbst entscheiden, ist es rebellisch hier oder nicht? Ist es anders? Ja, vor allem die Maschinen, die hier drin stehen, Freunde, zeige ich euch auch noch. Also ich mache auf jeden Fall mal einen Rundgang da. Ja, also das ist extrem wichtig, diese Authentizität. Heute umso mehr oder mehrer denn je. Das ist kein Deutsch. Ja, also weil die sozialen Netzwerke bestrafen das sofort. Ja. Also wenn du nicht authentisch bist, kriegen das die Leute raus. Ne? Du berichtest und sagst, hey, das ist nicht rebellisch. Gehst heim und das erfährt dann die Community. Und das ist halt ein Riesenthema. Und dieses tatsächliche Erleben bedeutet ja auch wirklich nicht die Inszenierung, indem du mit Maskerade unterwegs bist, sondern einfach spannend zu sein für den anderen. Ja. Also wenn ich dir jetzt hier, jetzt machen wir es live, meine Visitenkarte gebe, ja, dann und ich trage nur schwarze Klamotten, ja, mein Logo ist schwarz, meine Maschine ist schwarz, meine Visitenkarte ist schwarz, mein Auto ist schwarz, alles ist schwarz, ja, also ich lebe das konsequent, ja. Und mit der Visitenkarte kannst du eine Biertischgarnitur abstützen, falls sie cool, sehr gut. Falls sie wackelt. Also dieses bewusst Andersartige, ja, also das ist auch kein normales Visitenkartenformat, ja, anders sein, spannend sein, also, aber echt, und das ist wichtig, ja. Und das verbindet eigentlich mit dem, was soll der Kunde denken und was soll er tatsächlich erleben. Also wenn du als Marke ein Erlebnis bist, dann brennt sich das tief ein. Also unser Vorgespräch war für mich emotional, es war bewegend, ja, du hast mir geniale Bilder in den Kopf gemalt und ich weiß, wenn du mich morgen anrufst, wer du bist, das wusste ich vorher auch schon, ja. Aber das ist halt Storytelling vom Feinsten, ja. Das ist halt eine hohe Glaubwürdigkeit und das macht dich absolut authentisch und sympathisch für mich. Ach, das geht runter. Sehr schön. Gebe ich genauso zurück. Nee, super sympathisch. Also ich fühle mich auch super wohl hier drin. Tolles Feeling. Wir kickern gleich noch. Du hast eben gerade das Thema Social Media erwähnt, Community. Bei den Kunden, wo ich unterwegs bin, ist das Thema Social Media, ich glaube, fast gar nicht präsent. Mhm. Ja, also wenn ich so gerade in die Richtung, ich weiß gar nicht, wie ich da überhaupt reingekommen bin, wenn ich gerade da in die Richtung Bau gehe, also hier in Handwerk, da ist das Thema Social Media gar nicht präsent. Also auch wenn ich dann so Impulse gebe wie, lass doch mal hinter die Kulissen schauen. Mhm. Na, also wenn ihr hier irgendwo Maler, Lackierer hier gerade Wände irgendwie anmalt oder so, geht doch mal hinter die Kulissen, zeigt doch mal den Kunden von morgen, was der da macht, wenn ihr die Wände da irgendwie, ich kenne mich da null aus, ja, wenn ihr die Wände da irgendwie da rummacht und so weiter und so fort. Also das ist so gar nicht präsent, gerade im Handwerk, gar nicht präsent. Mhm. Wie wichtig wird in Zukunft das Thema Social Media und Präsenz und Reichweite nicht nur für Unternehmer sein, sondern auch für Führungskräfte? Hm. Und wie können die Jungs und Mädels vielleicht, du hast vorhin von Angst gesprochen, die Angst abbauen, da sich mit dem Thema auseinanderzusetzen? Ja, also vielleicht die erste Frage, wie wichtig ist das in Zukunft? Wie wichtig war es gestern? Autsch. Weißt du? Mhm. Also du hast völlig recht, in Zukunft ist das noch wichtiger, aber ich hätte eigentlich gestern anfangen müssen. Also eigentlich ist es schon zu spät, heute darüber nachzudenken. Weil es gibt viele Unternehmen, die sagen, wozu brauche ich Facebook? Ich habe keine Endkunden. Ich bin Automobilzulieferer mit einem Produkt X. Ja? Wozu brauche ich Facebook? Ja, weil deine Mitarbeiter von morgen Facebook benutzen. Mhm. Weil deine Mitarbeiter von morgen wissen wollen, ob sie für dich arbeiten. Ja? Fachkräftemangel ist ein Riesenthema. Deswegen haben wir Come to Coach auf die Beine gestellt, um zu sagen, okay, wenn die Leute von Lorenzo ausgebildet sind, dann haben die auch verdammt nochmal eine Chance, bei Mercedes arbeiten zu können, in einer Führungsposition oder so. Ja? Also ich glaube, das ist ein riesen unterschätztes Thema und es ist ungefähr so wie in den Anfängen, als das Internet anfängt. Ja? Hast du einen Internetauftritt? Ja klar, wie ein Internetauftritt. Ja, nichts anderes wie eine digitale Visitenkarte. Null Interaktion. Ja? Die haben das gar nicht verstanden. Und dann kam die zweite Internetwelle, ja, wo dann die Werbeagenturen kamen und gesagt haben, hey, ich mache jetzt einen Internetauftritt neu. Und die Leute gesagt haben, nee, habe ich schon gemacht, vor 10 Jahren, habe ich alles schon. Ja? Also die haben es einfach nicht verstanden. Und ich glaube, der digitale Fußabdruck, ja, ist, ob das ein Solopreneur ist, ob das ein Unternehmer ist oder ob das eine Führungskraft ist, ist extrem wichtig. Ich habe es, glaube ich, in einem letzten Podcast oder einer der letzten Podcasts erzählt, es gibt jetzt schon eine Website, da kannst du deinen Score ermitteln. Das heißt, wie sichtbar bist du im Internet und wie stark ist deine Reputation? Das heißt, du kriegst teilweise in Amerika nur einen Job, wenn dein Score entsprechend hoch ist. Also du wirst gematcht tatsächlich von einer Maschine, ja,
wie durchdrungen du mit deiner Identität, mit deiner Marke im Netz bist. Cool. Ja, und kriegst den Job einfach, können wir ja den Link vielleicht sehr gerne unter deinem Video hängen. Podcast, Webseite, Informationen zu Normen und zum Markenkonstrukt, Markenrebell Podcast, alles dann unten in den Shownotes. Genau. Und da entscheidet eine Maschine oder hilft eine Maschine dem Personaler, der entscheidet, ob du den Job kriegst oder nicht. Ja. Krass. Und wir wissen ja, Amerika ist immer ein bisschen weiter. Wir hängen immer so 2-3 Jahre hinterher. Aber ich denke, das wird kommen. Also schon jetzt recherchieren die Personaler ja. Also dringender Aufruf an alle Leute da draußen und Unternehmer, seid präsent in den sozialen Medien und begeistert die Leute. Ja? Wie du gerade gesagt hast, lasst hinter die Kulissen gucken, ja? Um einfach ein Arbeitgeber zu sein, bei dem ich gern arbeiten würde. Das ist ja gerade heute auch extrem präsent. Ne? Also ich sag mal, früher musste sich der Arbeitnehmer interessant machen für den Arbeitgeber. Ja. Und heute dreht gerade die Generation, also Generation Y, Z, dreht gerade komplett das ganze Spiel um. Das heißt, die machen gerade richtig rebellisch, revolutionär da draußen, ja, indem sie sagen, nee, stopp, nicht das Unternehmen, also nicht ich als Arbeitnehmer muss mich interessant machen, sondern das Unternehmen muss mich interessant machen, dass ich überhaupt Bock habe, dahin zu gehen und dort meine Zeit abzustottern, überhaupt auch gefunden zu werden, ja. Also wenn ich nicht im Netz bin, in der Ausprägung, also nicht nur mit einer Website, sondern in der Ausprägung und über mich erzähle, wie spannend das bei mir ist und wie happy meine Mitarbeiter sind, ja, dann bin ich schlicht und ergreifend unsichtbar für die Leute, die einen geilen Job suchen. Ja. Nimm mal Entwickler, ja. Also Leute, die programmieren können. Ja. Die suchen sich genau aus, für wen die arbeiten. Richtig. Ich habe letztens eine Studie gelesen, da ging es genau darum, dass jeder zweite Arbeitsplatz wegfallen wird, ja, in 20 Jahren, 20 bis 25 Jahren. Und man sich heute schon wirklich darauf konzentrieren kann, wirklich eine digitale Marke oder sich digital zu positionieren, ja, um selbst eine Community aufzubauen, um einfach dann die Chancen zu haben, an Projekten mitzuarbeiten. Mhm. Es wird einfach einen Wandel geben, dass die Unternehmen nicht mehr Angestellte suchen, sondern die suchen halt Freelancer für Projekte. Es wird die Projektarbeit sein. Ja. Ich werde einfach sagen, ich brauche eine Website, da brauche ich den Online-Marketing-Spezialisten, den Programmierer und den Texter. Und mit den drei arbeite ich einen Monat lang und dann verfliegt das wieder. Ja. Also und so werden Unternehmen in der Zukunft arbeiten. Und die suchen im Internet. Und wenn die dich nicht finden, dann war's das. Ja, also, sehr geil. Das ist der wichtigste Tipp ever. Jetzt anfangen, Podcast machen, Blog machen, Social Media Präsenz aufbauen. Einfach auch als Führungskraft. Also, ich hatte ja die Geschichte gerade erzählen wollen mit dem Geschäftsführer. Ja, der ist gekündigt worden, hat sich selbst nicht als Marke aufgebaut, hat jahrelang in einem Unternehmen gearbeitet. Der kann jetzt nicht ein Buch schreiben und von den Tantiemen leben, weil er bekannt ist, ja, sondern der fängt von null an. Der kriegt mit Mitte 50 keinen Job mehr in der Klasse, ja, also in der Position. Aber deswegen, jetzt anfangen. Also nicht nur hustlen und jeden Tag den Job machen, Daily Business, sondern auch mal an sich denken und sagen, hey, wie vermarkte ich mich in einem Unternehmen in Form von Pressemitteilung oder auf sozialen Kanälen. Cool. Sehr geil. Dankeschön. Gerne. Hammer. Ich glaube, da ist echt einiges dabei, was gerade die Jungs und Mädels da draußen mitnehmen. Und das hatte ich in der letzten Folge schon mal erwähnt gehabt. Alles das, was ihr in dem Kanal an Informationen bekommt, bringt euch auch nur wirklich was, wenn ihr es wirklich tagtäglich umsetzt. Alles das Erlernte ist nur Wissen, was im Kopf bleibt, wenn man es einfach nicht umsetzt. Also daher auch meine Empfehlung, alles das, was Norman euch heute mal an wirklich wertvollen Content mitgegeben hat, nutzt das um. Und wie gesagt, in den Shownotes habt ihr auch nochmal die Kontaktdaten, sein Podcast, super viele geile Sachen drin. Vor allem ist da auch ein geiles Interview mit mir drin. Aber schaut euch das wirklich mal an und hört euch das vor allem an. Also ich kann es nur empfehlen. Vielleicht kann ich noch was mitgeben für deine Community. Ja, sehr gerne. Wir haben bei uns auf der Seite einen Shop mit E-Books. Da gibt es einige Informationen zum Thema, wie werde ich selbst zur Marke, wie kann ich mich vermarkten, wie kann ich mich positionieren. Interessant für Führungskräfte und Unternehmer. Und jeder, der einen Daumen hoch macht und dir eine E-Mail schreibt oder irgendwie Kontakt mit dir aufnimmt, kann sich bei dir melden und kriegt dann die PDFs, E-Books und Audiobooks kostenlos. Sehr geil. sehr cool. Eine Herzensfrage und die letzte Frage dann noch für heute. Yes. Diese Frage sorgt immer mal wieder für Gelächter in dem Chat. Denn die Frage ist,
in deiner Kindheit eine Band oder ein Musiker, der dich geprägt hat? Vielleicht prägt er dich sogar noch heute. Und warum? Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt muss ja was schießen kommen hier von den Rebellen. Stevie Wonder. What? Was ist denn das? Wie geil ist das denn? Stevie Wonder? Yes. I just called. Yeah, das ist echt krass. Also, das ist echt das Erste, was mir in den Kopf schießt. Da sitzt da einer in Lederjacke. Ja. Eine fette schwarze Maschine. Draußen, ich glaube, das ist ein Jeep, ne? Ja gut, ich bin ja nicht so auf die Welt gekommen. Also ja, okay. Was ist passiert? Das ist übrigens das Auto meiner Frau. Hat die Stevie enttäuscht? Wie geil ist das denn? Ja, das war einfach, das Soulige ist, es sind so zwei Herzen in meiner Brust. Das eine ist das rebellische Rockerherz, das dann so knatternd über die Landstraße fing. Und das andere ist, und das finde ich so wertvoll, neben dieser ganzen Ratio-Denke, neben dieser ganzen, wir müssen alle irgendwie Geld verdienen, um diesen System zu überleben, finde ich es halt extrem wichtig, wenn wir uns vielleicht auch diese verletzlicheren Werte immer wieder anschauen, die jeder von uns hat. Ja? Also dieses sich selbst gegenüber, wir hatten es auch im Vorgespräch, wertschätzend zu sein, anderen gegenüber wertschätzend zu sein. Ne? Und der Stevie ist für mich dann halt so ein souliger Softrocker, cool. der mich einfach daran immer wieder erinnert. Ja. Und das war einfach einer meiner kleinen Rockstars in der Kindheit. Sehr geil. Also den haben wir, ich glaube, auch noch gar nicht gehabt. Noch gar nicht. Elvis hat den? Den hat kein Mensch. Aber sehr geil, Stevie Wonder. Hammergeil. 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 Eine letzte Botschaft. Eine Botschaft an die Jungs und Mädels da draußen. Von Norman Glaser. Also eine Botschaft hatte ich ja vorhin schon genannt, um die vielleicht nochmal zu unterstreichen, bevor ich zu der eigentlichen Botschaft komme. Interessiert euch oder bleibt neugierig für neue Dinge. Ganz wichtig. Aber vergesst nicht, die alten Dinge loszulassen. Das ist vielleicht wichtig. Das fällt wahrscheinlich jüngeren Zuschauern noch viel leichter als vielleicht Unternehmern, die schon länger ein Business haben und wo die Strukturen einfach auch gewachsen sind. Ne? Das ist dann immer ein bisschen schwieriger. Vielleicht noch ein wichtige Botschaft ist einfach dieses Rebellische in uns versuchen zu entdecken und versuchen zu leben. Und seitdem ich gesagt habe, ich trage schwarze Klamotten und reduziere alles auf das, was tatsächlich durch meine Hände oder meinen Kopf entsteht, ne, und setze da den Fokus drauf, sodass das strahlen kann und nicht abgelenkt wird, ja, durch irgendwie ein rotes Hemd oder sowas. Ja. Seitdem ich gesagt habe, dass ich dieses Rebellische in mir auch ausleben muss, seitdem genieße ich dann aber auch das Business, das daraus entsteht. Sure. Ja. Cool. Seid rebellisch. Sehr geil, sehr geil, sehr geil. Hammer. Nochmal echt danke für die Zeit. Auch ich konnte einiges mitnehmen. Gerade im Bereich der Positionierung und auch Werte ist so ein ganz, ganz großes Thema, was bei mir hängen geblieben ist. Norman, ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir für diese ganzen vielen Nuggets, die wir mitnehmen konnten heute. Ich wünsche dir mit deinem Markenkonstrukt, mit deinem Markenrebell extrem viel Erfolg, weil ich glaube, so Menschen wie dich brauchen wir da draußen. Nicht nur in Deutschland. Ich glaube, es wird mal Zeit, dass wir dieses ganze verstaubte und trockene Denken einfach mal frischer machen. Ja. Ich will auch mal danke dir sagen, weil ich finde, du machst auch eine wertvolle Arbeit. Also ich beobachte das ja auch, ne? Und der Podcast war für mich sehr wertvoll, den wir beide hatten. Und ich glaube, wir brauchen mehr Rockstars da draußen. Ja. Also nicht nur Rebellen, sondern wir brauchen vor allen Dingen Rockstars, die einfach Lust haben und zu sagen, okay, ich packe jetzt an. Mhm. Also dieser Ruck muss durch Deutschland einfach gehen, weil sonst werden wir in der Weltwirtschaft abgehängt. Ja. Und finde da deine Arbeit einfach wertvoll, so ein Wake-up-Call zu machen. Ja. Einfach zu sagen, hey, lass uns Bands gründen. Ja. Und unsere Lebenssünden spielen. Und das nehme ich als letzten Satz. War sehr, sehr, sehr geil. Freunde, macht euer Leben zu eurem Lieblingssong und ihr werdet jeden Tag tanzen und singen. In diesem Sinne, Rock'n'Roll. Bye.
Vielen, vielen Dank, ihr Lieben, fürs Zuhören. Wenn ihr über neue Podcast-Folgen automatisch informiert werden wollt, dann nutzt gern unseren E-Mail-Service. Ich lege jeden Monat für euch exklusiv ein kostenloses E-Book obendrauf. Gebt dafür einfach markenrebell.de ein und dort auf der Page könnt ihr euch in die E-Mail-Liste eintragen. Also wertvollen Content, ohne Werbung, ohne Spam versprochen, für eure Inbox. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, wäre es großartig, wenn ihr euch kurz Zeit nehmen könntet, um mir eine Bewertung bei iTunes zu hinterlassen. Dauert nur wenige Sekunden und ihr helft mir dabei ungemein, die Show hier für euch noch viel, viel besser zu machen. Ansonsten schaut euch unbedingt noch unsere Mobile App Come to Coach an. Wir bauen hier mit ausgewählten Mentoren die erste Mobile Academy für Führungskräfte und Unternehmer auf. Freut euch auf wertvolle Inhalte von wertvollen Menschen, die mit euch in Live-Video-Coachings ihr Wissen teilen. Mehr dazu unter Come to Coach, also Come, Zahl 2, Coach.academy. Alright, that's it. Alle Links wie immer in den Shownotes. Nur das Beste für euch und bis bald. Ciao, ciao.